Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Petendo. In diesem Video geht es um den Online-Store von Smith Toys. Dort habe ich 3 Motu Origins Figuren bestellt und wir nehmen das Ganze hier mal unter die Lupe. Vorab sei gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung. Eure kann natürlich abweichen, das weiß ich nicht. Ich gucke mir hier mit euch zusammen dieses Paket an. Wir sprechen über die Versanddauer, über die Figuren an sich, wie sie angekommen sind, in was für einem Zustand, beziehungsweise die Karten, die Mocs und ob ich persönlich das weiterempfehlen kann. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich habe zum ersten Mal bei Smith bestellt online. Ich war immer im stationären Handel unterwegs mit meinen Kindern und jetzt auch, wo die Motu Origins dort anfing, präsent zu sein im Laden, habe ich dort auch gekauft. Ich hätte dort mehr gekauft, ganz ehrlich, weil die Figuren sind meistens in sehr gutem Zustand, wenn sie in Regale stehen. Aber die Auswahl, das dürftet ihr alle wissen, die ist nicht wirklich gut. He-Man und Skeletor in Hülle und Fülle. Dann noch ein paar Deluxe-Sets wie Ram-Man, Clamp-Champ, dann noch ein Landshark und ein Windrider. Und dann musste man auch schon suchen, wenn man denn auch mal was anderes haben wollte. Eine Castle Grayskull gab es noch ab und an zu finden, aber das war's dann auch. Mittlerweile sind die Deluxe-Sets dort für 7,99 Euro zu bekommen. Und die Standardversion bei uns im Smith Toys von He-Man und Skeletor für 9,99 Euro. Also die wurden auch schon fleißig reduziert, weil es klar, wer kauft so viele, also wer kauft immer dieselben Figuren? Die Sammler sind irgendwann satt. Die Line richtet sich an Sammler und die möchten natürlich auch ein bisschen Vielfältigkeit im Angebot haben. Dem ist leider nicht so. Jetzt bin ich durch Zufall auf Facebook auf einen Post aufmerksam geworden vom Chris Tamant. Der hat gesagt, es gibt momentan die aktuelle Wave, also 3 Figuren daraus, bis auf Stratos, bei Smith Toys online zu bestellen. Gesagt, getan, ich habe es gemacht und Leute, pro Figur 16,99 €, 1 Euro teurer geworden das Ganze, absolut okay. Ich habe immer gesagt, bis 20 Euro sind mir die Figuren auf jeden Fall wert, auch wenn die Qualität hier und da, gerade beim Plastik, zu wünschen übrig lässt, finde ich das Gesamtbild der Motu Origins sehr gut. Mir gefällt es bei den meisten Figuren, ich bin da auch kein Fullset-Sammler, aber die meisten Figuren möchte ich gerne haben und da kommt so viel Nostalgie hoch, dass die Figuren mir persönlich bis 20 Euro das Stück wert sind. So, also 16,99 € gezahlt per PayPal. Ich habe dann auch innerhalb von einer halben Stunde die Versandbestätigung bekommen und konnte es kaum glauben. Habe die Nummer dann auch bei DHL eingegeben, DHL Tracking. Und was soll ich sagen, das ging Schlag auf Schlag und innerhalb von 17 Stunden waren die Figuren bei mir. Das Ganze hier in diesem Karton hört sich nicht so an, als ob die gut gepolstert wären. Und ja, wir öffnen das Ganze jetzt hier mal zusammen und schauen mal rein. Also wie gesagt, Versandzeit war top. Besser sogar wie bei Amazon, hätte ich nicht gedacht. Nur, ja, da drin wackelt es und klappert es. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt einfach so da drin liegen. Und ich bin gespannt auf den Zustand. Sollten die Mocs jetzt stark beschädigt sein, gut, ist es jetzt nichts für meine Sammlung, aber der ein oder andere packt die Figuren ja auch aus und ich sag mal, zum Selbstkostenpreis werde ich die ja immer wieder los. Deshalb, also ich sammle nicht lose, ihr seht es im Hintergrund, die eine oder andere Figur habe ich ausgepackt, aber dort war ich mehr oder weniger immer enttäuscht und ja, ich werde dann nur Mocs sammeln weiterhin. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Oh, sind doch ein bisschen gepolstert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schaut mal hier. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut erkennen. Da ist doch ein bisschen Polsterfolie hier eingelegt worden. Einmal, zweimal und dreimal. Ja, also die Figur, um die es eigentlich ging, und zwar die Sorceress. Die packen wir jetzt hier mal als erstes aus. Ich zeige euch die einmal ganz kurz, bevor wir dann ins Detail gehen. Ja, leichte Stauchung, Knicke und so weiter. Anpanscht aber das Ganze. Leider hier oben in dem Bereich eine Stresslinie. Könnt ihr bestimmt sehen. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen, bis ich mal eine bessere finde, bin ich da zufrieden. Super cool. Und ja, die Figur an sich einfach nur ein Traum.
Ich finde die wunderschön. Und noch schöner wie die weiße Version. Die steht, die müsstet ihr auch sehen, die steht hier oben. Und ja, doch, cool. Freut mich, die zu haben. Ich zeige es euch gleich nochmal im Detail. Dann haben wir einmal den Jitsu aus der Wave. Der ist im sehr guten Zustand, bis auf unten eine Ecke. Schaut mal, das ist alles okay. Hier haben wir eine kleine Ecke, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt vollkommen egal. So sehen die meisten Mocs bei mir aus. Also ich brauche nicht die perfekten Mocs von den Origins. Alles gut, solange die Blister schön sind, die Figuren da drin gut bemalt sind oder einigermaßen gut. Da kann ich auch die eine oder andere Knickfalt hier am Mock kann ich verkraften. Schön, dass die alle unpunched sind. Und jetzt kommen wir zum Buzz-Off. Und auch der hat es einigermaßen gut überlebt. Leute, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen echt zufrieden. So viel schon mal vorab. Schaut ihn euch an. Da ist er, der gute Stratos. War noch nicht verfügbar. Bitte hier. Super genial. Und die Figur, wow, die ist wirklich richtig geil. Ja, schauen wir uns die Figuren im Detail an, wie gesagt. Ich packe mal einen kurzen Karton weg. Im Großen und Ganzen vorab schon mal, ich bin zufrieden. Fangen wir nochmal mit Buzz-Off an. Also, steht super im Blister. Alle Karten unpunched und der ist wirklich im absoluten Top-Zustand. Minimale Stoßkanten hat er. Aber ich habe persönlich keine einzige Figur oder keinen einzigen Mock der Origins in meiner Sammlung, die perfekt ist. Die meisten oder viele sind sogar unpunched. Wie gesagt, ich bin da nicht so pingelig. Und das hier ist für mich schon für eine Origins-Figur, dann Origins-Mock, schon fast perfekt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Figuren sammelt, ob ihr die Lose sammelt, ob ihr die Mocks sammelt, ob ihr da sehr pingelig seid. Aber der ist wirklich klasse. Und die Optik der Figur, mega geil. Dann nochmal von der Seite. Also die Figur hier steht seinem Vintage-Bruder fast in nichts nach. Auch hinten auf der Backcard, die Illustration da hinten, wunderschön. Echt, bin ich sehr begeistert von. Kommen wir zum Jitsu. Wie gesagt, die Karte unten links hier hat einen leichten Ditcher abbekommen. Ansonsten im Top-Zustand, alles gut, auch unpunched. Hinten die Illustration finde ich sehr gut gelungen, wie immer fast bei den Origins. Backcard. Ja, und Figur, zu Figur selber. Ich finde die ganz okay. Schade, dass das Action-Feature hier nicht gegeben ist. Also, dass die Hand auch wirklich schlägt. Seine Karate-Hand, seine goldene. Soweit ansonsten alles cool, schön bemalt. Und der Kopf ist auch wie bei der Vintage-Version nicht so meins. Die Figur generell, ja, ist nicht in meiner Favoritenliste der Motus auf jeden Fall. Aber so für den Kurs, wie gesagt, da war in meine Sammlung. Die Vintage-Figur habe ich damals verkauft, weil die gibt mir nichts oder gibt mir nicht so viel, dass ich sage, die muss jetzt hier unbedingt bei mir in der Vitrine stehen. Aber der Kollege hier für 17 Euro, alles cool. Kommen wir zu Sorceress, meiner Lieblingsfigur von dieser Wave. Und ausgerechnet die Sorceress hat hier eine Stresslinie oberhalb des Blisters. Ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen, eine Stauchung. Auf der Rückseite sieht man es kaum. Naja, ich denke mal, da werde ich mir noch eine neue besorgen, weil ja, die hat schon wirklich bessere Zeiten hinter sich hier, ausgerechnet die Figur. Ansonsten im recht schönen Zustand. Erstmal eine haben, da freue ich mich schon sehr drüber. Und austauschen kann man die ja immer noch. Ich denke mal, das wird auch kein Problem sein, die nochmal für einen normalen Kurs zu finden. Zur Figur selber, die hat auch schon die neuen Knie, die Figur, die ich sehr schön finde. Und so der Paintjob und auch die Adleraugen hier oben, wunderschön gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass das Action-Feature dabei ist mit ihren Flügeln, dass ihr die wirklich aufspannen könnt. Wunderbar. Ne? Und dazu auch hier mit dem Federkleid, dazu dran gedacht haben. Und ich schaue mal gerade nochmal. Ja, wunderschön, auch das Gesicht top gemacht. Die Vintage-Figur gefällt mir trotzdem besser, wie bei 99% aller Origins. Aber ich muss sagen, ganz, ganz tolle Umsetzung. Und ich freue mich, die endlich auch in der Standardversion, nicht nur in der weißen, in meiner Sammlung zu haben. Ja, Leute, kommen wir zum Fazit.
meine Online-Bestellung bei Smith Toys. Ich bin insgesamt sehr zufrieden, muss ich sagen. Die Figuren könnten besser gepolstert sein, aber wir reden hier von Spielzeug und Smith Toys wird diese Sachen nicht als Sammlerware sehen, das ist nun mal so, und schon gar nicht für 17 oder 16,99 das Stück. Da können wir uns, denke ich mal, glücklich schätzen, die überhaupt mit Polster und so weiter verpackt zu bekommen. Ganz anders sah das ja teilweise schon bei Amazon aus, also da habe ich Bilder gesehen im Internet, das war eine Katastrophe. Da war von Anfang an der Versandkarton zu klein und da wurde wirklich reingeprofft und reingedrückt und ja, also zwei von drei Figuren oder beziehungsweise Mox sind hier top angekommen. Der eine leider mit einer leichten Stauchung. Und ich würde sagen, Versandzeit eine 1, Preis eine 1 und Verpackung und generell das Handling mit den Figuren eine gute 3. Ich bin also insgesamt sehr zufrieden, würde auch dort wieder bestellen. Jetzt ist natürlich die Sache, ihr habt garantiert, beziehungsweise der ein oder andere von euch auch schon mal bei Smith Toys bestellt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie da eure Erfahrungen sind und dann sieht man ja auch schon, wo die Reise hingeht. Habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht wie ich oder sogar bessere oder sagt ihr, oh, bei mir sah es ganz anders aus, war ganz schlecht. Lasst es mich in die Kommentare wissen, interessiert bestimmt auch den ein oder anderen Zuschauer hier, dann können wir dort noch ein bisschen diskutieren. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da, aber ganz wichtig, einen Kommentar. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ciao!